Moin und herzlich willkommen. In meinem heutigen Video möchte ich euch mal meinen Neuzugang in meinem Fotorucksack vorstellen. Und zwar geht es heute um das Canon 70-300 f4-56L Objektiv. Wie ihr sehen könnt, ich befinde mich auch nicht im Labor oder so. Also es geht auch nicht darum, heute irgendwelche Linsenelemente aufzuzählen oder Linienpaare oder Pixel zu zählen, sondern es geht eher darum, wie sich das Objektiv so im täglichen Gebrauch schlägt, was so die Vorteile für mich sind im praktischen Umgang, wenn man mit dem Objektiv draußen zu fotografieren ist. Das 70-300 von Canon, von der L-Serie, ist für mich eigentlich ein Objektiv, was ja doch schon zu Unrecht öfters mal so durchs Raster fällt, wenn es um kurze bis mittlere Telebrennweiten geht. In dem Video heute geht es darum, euch mal zu zeigen, warum es für mich persönlich, für meinen Fotografiestil, für meine Art des Fotografierens, aber vielleicht auch für euch oder ja für andere Landschaftsfotografen eine gute oder sogar vielleicht eine bessere Alternative ist zu den sonst sehr beliebten 70 bis 200 Objektiven. Ich möchte euch das 70 bis 300L heute mal ein bisschen im Detail vorstellen und auch ab und zu mal noch so Vergleiche ziehen zu dem 70 bis 200 F4, was ich in der Vergangenheit ja oft benutzt habe, was eigentlich auch eins meiner Lieblingsobjektive war und womit ich wirklich viele schöne Bilder schon mit geschossen habe. Also bevor ich jetzt ins Detail gehe beim 70-300, möchte ich noch mal eben kurz meine beiden Objektive, also das 70 bis 200 F4 USM ohne Bildstabilisator und das 70 bis 300 mit Bildstabilisator, das gibt es gar nicht ohne, ja auch L-Objektiv 4-56, die beiden mal so ein bisschen vergleichen. Wie man vielleicht schon sehen kann, so, das 70 bis 200 ist vom Packmaß her ein bisschen größer, ein bisschen höher. Liegt natürlich auch daran, weil das natürlich komplett innenfokussierend ist, wogegen das 70 bis 300 ein Objektiv ist, was beim Zoomen ausfährt. Na, jetzt habe ich gerade den Lock drin. So, genau, da kann man sehen. Der ausgefahrene Zustand ist für mich beim Transport natürlich jetzt erstmal nicht so entscheidend. Da ist es wichtiger, wie sich die beiden Objektive im eingefahrenen Zustand schlagen. Und da hat das 70 bis 300 schon Vorteile. Ich kann auch mal eben die Gegenlichtblenden abmachen. Da sieht man also auch nochmal den Vergleich ohne Gegenlichtblenden. Ja, und das sind schon so 2-3 cm, würde ich sagen, wo der Unterschied in der Höhe liegt. Ist auch problemlos möglich, die Gegenlichtblende bei dem 70-300 umgekehrt drauf zu machen. So ist er halt auch immer dabei. Man hat trotzdem ein schönes, kompaktes Maß, was gut im Rucksack verschwinden kann. Beim 70-200 hatte ich halt öfters das Problem, wenn ich es wirklich hochkant reingestellt habe in den Rucksack, in meinen Loewe Pro Whistler 450 AW, dass es dann doch schon ab und zu mal so ein bisschen im Rücken gedrückt hat, durch den Rucksackdeckel durch. Das passiert mir mit dem 70-300 hier überhaupt nicht. Also das ist wirklich schön kompakt und verschwindet komplett im Rucksack. Auch nochmal so zum Vergleich, beide Objektive sind wirklich extrem robust gebaut. Beide haben, ja, kann man glaube ich nicht so gut hören, aber vielleicht kann man es sehen, beide Objektive sind aus Metall gebaut, haben Metalltubus. Also ich glaube, wenn ihr zu Hause mal einen Nagel in der Wand hauen müsst, könnt ihr glaube ich auch problemlos das Objektiv benutzen, einen von den beiden. Wirklich super robust. Aber das 70 bis 300 hat halt nochmal den Vorteil, das hat nochmal am Objektivanschluss eine Dichtlippe.
was beim 70-200 fehlt. Ich hatte jetzt nie das Problem damit, das 70-200 auch mal im Regen zu benutzen, aber das 300er gibt mir dann doch noch ein etwas sichereres Gefühl. Finde ich persönlich auch nochmal, ja, einen großen Vorteil. Gut, Body habe ich gerade schon was zu gesagt. Alles aus Metall, sehr gut verarbeitet. Ansonsten haben wir hier noch drei Schalter an der Seite, auch nichts Weltbewegendes. Autofokus, Manuellfokus, den Stabilisator an und aus und halt zwei Stabilisator-Modi. Einmal, wo das Objektiv in der horizontalen und in der vertikalen Achse stabilisiert wird. Und einmal der Modus, wo man halt Mitzieher fotografieren kann, wo diese Achse halt nicht stabilisiert wird, sondern nur die vertikale Bewegung. Ansonsten haben wir noch eine geschützte Fokusskala und einen Lockswitch, den man allerdings nur im eingefahrenen Zustand, das heißt bei 70 mm arretieren kann. Bis jetzt habe ich noch nicht die Erfahrung gemacht, dass das Objektiv selbstständig ausfährt, aber das kann ja vielleicht im Laufe der Zeit sich noch ändern. Preislich gibt es natürlich Unterschiede, gar keine Frage, gerade zu der nicht bildstabilisierten Variante des 70-200. Ich würde sagen, das 300er ist wohl, ich glaube momentan ungefähr doppelt so teuer, hätte ich gesagt. Aber ist natürlich, ja, dann auch ein bisschen schwer zu vergleichen in dem Sinne, weil es halt dann wirklich nochmal 100 mm mehr Brennweite sind. Und hier haben wir einen Bildstabilisator eingebaut. Die 70-200 Variante mit Bildstabilisator, ich habe die Preise jetzt nicht im Kopf, aber ich denke mal, dass das auch so bei 800-900 € liegt und das 70-300 liegt so bei 1100, denke ich mal, so um den Dreh. Also da kann man das dann preislich eher schon ein bisschen besser vergleichen. Ja, und wenn wir jetzt gerade schon mal beim Preis sind, so vom Zubehör, was beim Objektiv dabei ist, tut sich halt nicht viel. Beide kommen in so einem Ledersack. Ja. Geschenkt, würde ich sagen. Also ich benutze den nicht. Und beide Objektive kommen mit einer Gegenlichtblende. Ich denke, das sollte bei dem Preis auch wirklich mit dazugehören. Und beide Objektive kommen ohne Stativstelle. Ich habe zwar hier mein 70-300 mit einer Stativstelle dran. Wobei ich sagen muss, das ist jetzt auch kein Original Canon Produkt, die Stativstelle, die ich da dran habe. Den Kurs, den Canon da aufruft, ist für mich nicht nachvollziehbar. Deswegen habe ich da jetzt zum Drittanbieter gewechselt und mir so eine Stativstelle geholt, die wirklich nur einen Bruchteil des Preises hat, was eine Canon-Schelle hat, und erfüllt die Funktion genauso. Aber muss man halt mit dazu kaufen. Ich komme auch gleich auch noch mal dazu, warum eine Stativstelle bei dem Objektiv wirklich Sinn macht. Ja, und da kommen wir auch schon zum nächsten Vorteil, zum ganz offensichtlichen. Der Bildstabilisator beim 70-300. Der fehlt mir hier natürlich. Gut, ihr kennt meine Videos. Ich fotografiere eigentlich, ja, 70-80% der Fälle vom Stativ aus. Da ist der Bildstabilisator eigentlich egal. Man muss eigentlich eher sogar darauf achten, dass man ihn ausschaltet. Aber es gibt halt doch mal Fälle, wenn es wirklich mal schnell gehen soll, man mal fix in den Rucksack reinpackt und die Kamera rausholt und keine Zeit hat, das Stativ aufzubauen. Da ist Bildstabilisator natürlich wirklich Gold wert. Also da musste ich dann wirklich beim 70-200 schon öfters mal aufpassen, dass ich halt wirklich die ISO hoch genug schraube, dass ich da von der Belichtungszeit hinkomme, um ein verwacklungsfreies Bild zu bekommen. Ja, was noch ganz praktisch ist, wenn man vom 70-200 f4 auf den 70-300 4 bis 5,6 wechselt, ist der Filterdurchmesser. Beide Objektive haben einen Filterdurchmesser von 67 mm. Wenn man also Filter hat, Polfilter oder auch, so wie ich jetzt hier, diese neutralen UV-Filter, diese durchsichtigen, ist das schon ein Riesenvorteil. Ich benutze eigentlich diese UV-Filter eigentlich bei all meinen Objektiven. Optisch ist natürlich immer so eine Sache, obwohl ich bis jetzt keine großen Unterschiede gesehen habe, ob mit oder ohne Filter.
Aber die Dinger haben mir schon wirklich zwei, dreimal so ein Objektiv gerettet. Also wenn mal so eine Kamera umfällt oder ein Objektiv runterfällt oder irgendwo gegenschlägt. Wie gesagt, also mein 70 bis 105, ach Quatsch, mein 24 bis 105 hat mir, ist glaube ich schon zweimal, ja, wo gegengeknallt oder runtergefallen und beides mal auf so einen durchsichtigen UV-Filter drauf. Wäre der nicht gewesen, wäre wahrscheinlich das Objektiv im Eimer. Ja, nochmal zum Thema Stativschelle. Im Gegensatz zum 70-200 denke ich, sollte man beim 70-300 tatsächlich so eine Schelle benutzen. Hat zum einen was mit dem Gewicht zu tun. Das 300er ist schon einen Tacken schwerer. Und wenn man dann die Kamera am Body auf dem Stativkopf befestigt, wird die ganze Sache schon relativ kopflastig. Insbesondere, weil wir hier natürlich einen Zoom haben, was dann auch nochmal ausfährt, also nochmal länger wird, wäre die ganze Geschichte nochmal kopflastiger, wenn wir die Kamera nur am Body befestigen würden. Deswegen, so eine Stativschelle macht bei dem Objektiv wirklich schon Sinn. Beim 200er habe ich es nie gebraucht, hatte auch keine und habe es auch nie vermisst, weil es wirklich relativ leicht ist, gerade die F4-Version. Die Autofokusgeschwindigkeit ist bei mir natürlich jetzt nicht so entscheidend. Zum einen fokussiere ich überwiegend manuell. Zum anderen, ja, bewegen sich meine Landschaften meist nicht so fix. Von daher, ich glaube, das ist generell bei dem Objektiv, was die Fokusgeschwindigkeit angeht, auf einem recht hohen Niveau. Wenn ich es mal so direkt vergleiche, merke ich jetzt keinen Unterschied zu meinem 70-200 F4. Aber ich glaube, da ist Canon ja auch für bekannt, dass die in ihren L-Objektiven wirklich einen sehr flotten Ultraschallmotor einbauen und der Fokus dementsprechend auch wirklich fix ist. Ja, und der wichtigste Punkt neben all den Packmaßen, Bildstabilisatoren oder was noch alles mit dabei hängt, ist für mich natürlich die Bildqualität. Und da muss ich sagen, ganz klar, gibt es keinerlei Abstriche zu dem wirklich hervorragenden 70 bis 200 F4. Das ist also von der Bildqualität her, ohne natürlich jetzt irgendwelche Laborwerte hier vorzeigen zu können, aber von meinem subjektiven Empfinden liegt das auf einem Level, also wirklich hervorragend. Selbst bei Offenblende 4 oder 5, 6 macht die Kamera also wirklich bis in die Ränder schon knackscharfe Bilder. Gerade auf meiner letzten größeren Reise, wo ich viel in den Bergen war, in Slowenien und in Südtirol, in den Dolomiten, gab es wirklich schon öfters mal Situationen, wo die 200 einfach zu wenig waren. Ich hatte noch, oder ja, jetzt habe ich es nicht mehr, ich hatte damals noch ein 150 bis 600 von Tamron. Wer diese 150 bis 600 kennt, weiß, dass das ganz schöne Klopper sind und gerade wenn man dann auch mal länger auf Tour ist, das heißt mal wandern geht, überlegt man sich das doch schon zweimal, ob man wirklich das Objektiv mitschleppt. Und wenn man das nicht mitnimmt, ja, dann kann es halt schon mal sein, dass 200 mm einfach zu wenig sind. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, weswegen ich mich für das 70 bis 300 entschieden habe. Mein 70-200 kommt jetzt auch noch weg. Und dafür habe ich jetzt halt wirklich nur noch diese Lösung, das 70 bis 300. Das Objektiv hat natürlich nicht nur Vorteile, ganz klar. Wenn man mal auf die Canon-Seite geht, wird das Ding, glaube ich, als vielseitige Sport- und Wildlife-Linse gepriesen. Und genau das sehe ich halt nicht bei dem Objektiv. Ich finde, das 70-300 ist ein super Objektiv, wenn man wirklich halt viel Landschaft fotografiert, viel Natur fotografiert. Nicht so sehr halt Tiere oder Sport, weil es hat natürlich nur eine Variabelblende von F4 bis 5,6. Aber wie gesagt, wenn man wirklich so wie ich sich hauptsächlich auf die Landschaftsfotografie fokussiert, ist das Ding wirklich eine super Alternative zu den 70 bis 200 mm Objektiven. Und für mich, meiner Meinung nach, auch die bessere Wahl, weil man halt wirklich einfach
flexibler ist und einen größeren Brennweitenbereich hat. Plus einen Bildstabilisator. Ja, noch ein weiter kleinerer Nachteil bei diesem Objektiv ist, im Gegensatz zu allen anderen Canon-Objektiven, die ich kenne, ist es hier vom Zoomring und vom Fokusring genau umgekehrt. Das heißt, hier ist der Fokusring hinten, also am Ende zur Kamera hin, und der Zoomring vorne. Bei allen anderen Canon-Objektiven, die ich kenne, ist es genau umgekehrt. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Jo, das war also jetzt eine kurze Vorstellung von meinem Canon 70-300 F4 5.6 LIS USM. So ist, glaube ich, die komplette Bezeichnung. Noch kurz zur Erklärung, ich werde nicht von Canon gesponsert oder irgendwie unterstützt. Ich habe alles von meinem eigenen Geld bezahlt. Und ja, von daher ist es auch also meine ganz eigene Meinung zu diesem Objektiv und zu dem 70-200, zu meinem alten Objektiv. Okay, das war's von mir mal wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben dafür. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr möchtet. Wenn ihr das macht, vergesst die Glocke nicht. Dann werdet ihr auch immer informiert, wenn wieder ein neues Video von mir online geht. Ja, ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.